Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin mal zum Wassertempel hier hochgeklettert und habe hier mal ein Teleport-Medaillon gesetzt, damit wir immer von hier oben aus starten können. Wir wollen nämlich nach da hinten und ja, diese Dinger machen wir dann danach. Das ist so der Plan jetzt erstmal, dass wir hier oben die Ecke machen. Und ja, eigentlich so den gesamten Luftraum könnten wir sogar in einem Stück machen. Weil so viel ist das eigentlich nicht. Aber ich will ja auch nicht zu viel, ne, hintereinander, ne? Ihr wisst ja. So. Deswegen machen wir wahrscheinlich die Hälfte oder so. Ja, vielleicht nur den oberen Teil hier, weil wir hier schon relativ weit waren und schon viel erkundet haben. Lassen die untere Hälfte für irgendwann anders. So, also als allererstes müssen wir mal darüber fliegen. Allein das ist schon eine Aufgabe. Weil jetzt haben wir auch keinen Ausdauerdings mehr. Hätte ich mich nicht eigentlich von oben hochschießen können? Hier ist theoretisch ein, ne? Also hier wäre ein Turm. Der dürfte auch irgendwo da unten zu sehen sein. Ich sehe ihn aber nicht. Weil das hier, was ich ja jetzt gerade mache, ist ja kompletter Schwachsinn eigentlich. Ich hole mir erstmal diese kleine Insel hier. Komm, machen wir das schon mal. Weil bis zu dem Irrschloss ist es gar nicht so einfach hinzukommen. Was ist das denn da? Das ist wieder so eine Leuchtinsel. Wir haben uns ja ein Teleport-Dings gesetzt. So, mal gucken, ob diese Insel auch runterfällt. Tatsächlich nicht. So. Haben wir die nämlich auch schon fotografiert. Hör auf! Ah ja. Geht ja tausendmal in dieses Fotodings rein. Okay, also das hier müssen wir auf jeden Fall auch noch später machen. Die Frage ist jetzt, wie komme ich denn da hin? Also, ich müsste ja eigentlich darüber oder so, ne? Aber die Frage ist, wie komme ich überhaupt darüber? Ist ja unmöglich von hier aus. Deswegen habe ich dieses Teleporter-Medaillon geholt, weil wichtig. Jetzt kommen wir nämlich immer hier oben zum relativ höchsten Punkt in der Nähe zurück und von hier nochmal neu starten mit dem Flug. Das Geile ist, es bleibt halt auch erhalten, ne? Also ich muss auf jeden Fall zu diesen Kugeln da hinten, sonst habe ich keine Chance. Wir hätten uns auch ein Gefährt bauen können, ne? Aber ich sinke zu stark. Ich sinke viel, viel, viel zu stark. Und meine Ausdauer geht flöten. Vielleicht gibt es auf dieser Insel eine kleine Hilfe. Irgend so ein Raketendings, was wir nutzen könnten. Weil ohne nur mit hinfliegen ist es nicht getan. Okay, es gibt kein Raketendings, es gibt Gleiter.
und Feen. Und die sollten wir uns holen. Die ist zu hoch aktuell. Es gibt drei Feen. Ah, da ist die nächste. Das ist halt der Vorteil, ne? Mit dem Gewand kann ich einfach rumrennen. So, jetzt brauche ich aber Minero. Hehe. Okay. Ich bräuchte eigentlich so eine Plattform, mit der ich mich so rüberschießen kann. Weißt du? Wo ich eine Rakete dran buffen kann. Hast du da unten sowas liegen vielleicht? Ach, hier ist das Hoverboard, ne? Jo. Könnten auch ein Hoverboard nutzen. Ich meine, die Energie hätten wir, ne? Wäre sogar einfacher wahrscheinlich. Plus, hier gibt es tausende Energiezellen. Bauen wir uns doch sowas. So, haben wir noch mehr Energiezellen? Ich sehe keine. Na, dann war das. Aber dann packe ich hier noch eine Rakete mit dazu, damit wir schneller nach oben kommen. Müsste reichen trotzdem. So, die erste. Eigentlich könnten wir direkt dahin gehen. Und lass. Weil. Da hinten könnte nämlich ein Schrein sein. Wenn da ein Schrein ist, dann können wir uns nämlich zu dem Ohrschloss teleportieren. Muss ein Schrein sein. Du bist so doof, ne? Lol, wir haben die Sachen aufgesammelt. Ach, weil Tulin, ne? Tulin sammelt das ja. Oh, das geht aber gut, ne? Verlieren zwar immer so ein Ding jetzt, aber. Oh, da oben ist ein Schrein, oder? Schrein! Bitte lass da ein Schrein sein. Ne, da unten ist ein Schrein. Das ist nicht ganz das, wo ich hin wollte. Und da sind diese Plattformen. Ja, ich weiß, dass da ein Schrein ist, aber ich will zu dieser Insel hier. Come on! Die Energie geht so schnell weg, Alter. Was ist das denn hier? Oh. Zumindest ein bisschen Pause machen hier. Das, die Steuerung ist super weird.
eigentlich genau das, was ich hier haben wollte. Hier drin? Warum ist wieder eine Kiste? Eine Kiste, Girl. Kann es sein, dass man hier das Ding hinbringen muss für den Schrein? Komm mal, Minero, du bist doch schwer, ne? Okay, funktioniert nicht. Heißt, ich bin umsonst hier hingekommen. Weil, so wie das aussieht, ist hier irgendeine Schreinquest. Oh. Hier zumindest. Oh, nice. Schön die Edelsteine mitholen. Der Schrein ist genau unter uns, oder? Bring den Kristall an jeden Ort, der das Licht zeigt. Dann schenken wir dir ein Licht. Jo. Ist das genau unter uns? Eigentlich schon, ne? Also eigentlich... war das relativ einfach. Was mich nur gerade wundert, ist, da ist so ein komisches Ringding wieder. Aber dann haben wir jetzt trotzdem den Schrein hier. Ist eigentlich super. Gikakun. Moin. Brauchen wir uns nicht anzusehen. Schrein auf der Steinbruchinsel. Ja, der war relativ einfach, ne? Der muss man einfach runterfallen lassen. Es gibt andere, die sind schwieriger. Aber okay, wir sind auch direkt ganz oben auf dieser, ne, auf dem Ding hingekommen. Aber da muss man noch irgendwas tun können. Da ist noch irgendein Secret auf jeden Fall. So, eine Energiezelle. Ein Rotomid. Okay. Kann ich verkaufen. Okay. Naja. Nehme ich mit. Auch wenn wir diese Insel unbedingt noch besser erkunden müssen. Hier gibt es sicherlich irgendwo noch einen Craggy. Naja, und natürlich. Und noch so ein... aber irgendwas... man muss wahrscheinlich eine von diesen Steindingern... nach oben bringen. Aber was ist das hier? Was bist du? Du willst dich jetzt irgendwas? Ach, das Ding. Ah ja, okay. Ach so. Mhm. Und das muss man bis ganz nach oben kriegen. Ja, und dafür sind diese Steine da.
Wahrscheinlich muss man es so machen. Ach nee. Damit soll ich nach oben geschleudert werden. Nicht die Steine. Okay. Ja. Gut. Das können wir aber gerne nutzen, weil... Oh Gott, der schießt uns ja ultra hoch. Da ist ein Krok. Da ist ein Krok. Da ist ein Krok. So, man muss ja genau landen bei den Dingern. Bei denen geht es ja nicht um Zeit, sondern du musst einfach nur genau landen. Jo, lol, hat einen Headshot kassiert. Ich hab den Kapselspender nicht aktiviert, ne? Aber egal. Wir haben hier schon mal den Kruggy. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Ich markiere mir das trotzdem nochmal. Und ich will jetzt zum Irrschloss eigentlich. Wohl. Ich meine, irgendwas muss man ja... Also man musste auf jeden Fall hier hoch. Dafür sind wahrscheinlich diese Plattformen da, ne? Um sich hochzuschießen. Über uns gäbe es jetzt noch diese Plattform. So, wait a second. Ich hole mir jetzt doch mal so einen Stein mit. Weil irgendwie glaube ich, dass man die doch braucht. Okay, der ist viel zu schwer. Das war die falsche Richtung. Das ist die richtige Richtung. Haben wir noch so einen Stein hier? Ich hol mal einen einfach mit. Toll. Er ist oben gelandet zumindest. Und wieder runtergefallen. Geil. Aber hier gibt es noch mehr Plattformen. Okay. Ja, wie zum fucking Shit soll ich das denn machen? Wie soll ich denn einen von diesen riesen Ömmeldingern bitte da reinbekommen? Es ist auch so hell hier, dass man wieder nichts sieht. Ich probiere jetzt einfach. Wie soll man das denn da hochbekommen? Hits.
Ich weiß noch gar nicht, ob da das Loch ist. Da ist das Loch. Nee. So sieht es genau mittig. Also muss der Stein perfekt liegen. Okay. Dann trifft man auch das Loch. Aber mit dem Licht siehst du halt einfach gar nichts, ne? Ne, passt nicht. Wird nicht so gut sein. Nein! Der dreht das einfach, wenn er das verlässt. Warum? Müsste eigentlich jetzt gut sein, ja. Jetzt machen wir doch nicht das Irrschloss, Mann. So, ich habe keinen Bock, immer einzeln zu laufen. Deswegen hole ich mir ein bisschen Vorrat. So. Dinge müssen gerade da drauf liegen. Das war schon scheiße. Oh. Der lag nicht gerade drauf. Der lag auch nicht gerade drauf. Oh, scheiße. Mann, jetzt hat er es schon wieder gedreht, du Wichskrüppel. Meine Fresse, du sollst nicht einfach so daran drehen. Alter, geht der mir am Sack manchmal. Der dreht sich ein. Der dreht das scheiß Ding dann einfach. Nur mal, wenn man so kurz... Wenn ich nur so kurz da dran gehe... Das ist unfassbar. So, jetzt sieht man auch mal was. Jetzt kann ich mal genau abschätzen, wie schräg oder schief oder whatever dieses Ding ist. Alter. Scheiße. Das ist wieder scheiße. Der sitzt perfekt. Komm! Warum dreht er sich auf einmal? Oh. Oh, das Rennen. Boah, Gott sei Dank ist das endlich vorbei. Alter. So, kriege ich jetzt meine Kiste dafür? Wieder raus? Hallo? Ja, und jetzt? Aha. Komm also nicht mehr raus. Sehe ich das richtig?
Ach, das Ding ist jetzt permanent aktiviert. Alles klar. Ich muss aber rauskommen. Sind dafür diese Dinger da? Anscheinend, ja. Oh, ich wollte das gar nicht machen, aber... Nein! Ach du Scheißdingel, Alter! Oh, da trägt einen auf, ey, dieses Scheißding. Also ich flieg extra andersrum, um dieses Scheißloch zu kriegen. Dann dreht sich das einfach wieder andersrum. So, wo ist dieses Scheißloch jetzt? Da! Es muss doch irgendwas Krasses sein. Ein Willensding oder sowas. Komm. Ich meine, für dieses Scheiße musste ich so lange ackern jetzt. Ja, okay, das ist gut. Wenigstens worthy. Oh. Wenigstens worthy. Oh. Gott sei Dank. Damit ist diese Insel jetzt aber endlich durch, oder? Alter. Boah. Das hat mich gerade echt abgefuckt mit diesem Drehding dann. Und dass sich diese Kugel da einfach so scheiße dreht. Aber die dreht sich tatsächlich nur in eine Richtung. Das habe ich dann jetzt auch endlich mal kapiert. So, jetzt müssen wir noch den Sonanium-Spender hier aktivieren, weil sonst wird er nicht auf der Karte markiert. Da können wir einfach mal gucken, was der so hat. Gönnen wir dem einfach, ich verdrück mich da aus Versehen. Automatiktransporter, sich selbst wenn ich auf Monster zubewegt. Habe ich damit alles schon? Ja. Der zeigt mal alle an. Sehr gut. Das heißt, wir können in der nächsten Folge zum Erschloss. Markierung nicht möglich. Ich habe jetzt auch verstanden, warum Markierung nicht möglich. Wenn man in den Untergrund markieren will, dann darfst du das nicht. Und anscheinend gibt es hier Markierung nicht möglich. Das heißt, das ist hohl, das Ding. Das heißt, alle Wege hier sind hohl. Ist meine Vermutung. Gut. Wir haben diese Insel damit fertig. Ich gucke mir jetzt noch kurz die... Nein, ich nehme die Sonanium... Wie heißen die Dinger? Knieschützer. Aber es musste irgendwas Krasses da drin sein, weil... Das war zu aufwendig und zu nervig für da irgendwas zu machen. Gut. Energie. Das ist sehr schön. Wo ist denn das Erschloss? In welcher Richtung eigentlich? Ich habe mir das natürlich nicht markiert. Doch, habe ich. In Gelb. Jetzt kommt hier so eine fette Wolke und ich sehe wieder nichts. Eigentlich könnte ich mich auch mit dem Ding wieder hochschießen lassen, ne? Ich meine, eigentlich geht das ja in dieselbe Richtung. Ja. Okay, da oben komme ich leider nicht hin. Ich meine, die Folge ist eh durch. Ich wollte eigentlich ja wunderschön... das Irrschloss machen, aber da ist ja wieder was dazwischen gekommen. Naja.
Aber die Plattform ist wieder da. Ich bin so doof. Mann, jetzt sind die Raketen weg. Ich wollte die Raketen eigentlich nutzen. Aber die Plattform ist auch wieder da. Sehr gut. So. In die Richtung müssen wir doch, oder? Nee, müssen wir nicht. Wir müssen nicht in diese Richtung. Wir müssen in diese Richtung. Okay. Ja, mit zwei Raketen sollten wir... Mit zwei Raketen sollten wir das schaffen. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im Erschloss. Bis dahin, haut rein und tschüss.